lernen? From East. Was kann man vom Osten lernen? Certain field. Now for example, auf bestimmten Gebieten, denke ich, the knowledge about human mind, wo es um das Wissen um den menschlichen Geist oder die menschlichen Emotionen geht. So last 50, 60 years, my experience. Da denke ich, war es in den letzten 50, 60 Jahren nach meiner Erfahrung so, dass die alten indischen Kenntnisse über den Geist, über Gefühle, ein sehr reichhaltiges Wissen darstellen, einschließlich des Buddhismus und der buddhistischen Tradition. Da gibt es sehr viele Erklärungen über unseren Geist, über unsere Gefühle. Und in den letzten 30 Jahren haben sich sehr viele Wissenschaftler aus den USA, aber auch aus Europa, aber auch japanische Wissenschaftler sehr stark für diese Fragen interessiert. Und sie möchten da jetzt mehr Informationen über Gefühle und den Geist finden. Und wenn wir unser Wissen über dieses System von Geist und Gefühl vervollständigt haben, dann ist es vielleicht auch einfacher, mit Gefühlen wie Furcht umzugehen, mit Beklemmtheit, mit Angst, mit Stress. Sometimes I feel the meeting with physical. Ich habe gelegentlich den Eindruck, dass die Begegnung der modernen Wissenschaft, der modernen Technologien mit dem alten Wissen, mit dem alten Wissen in Asien, in Indien, das ist da, wo Westen und Osten sich treffen können. Wir haben hier eine Gruppe von keinen kritischen Journalisten, sondern lauter Tibet-Freunde. Und jeder hat schon vorher gesagt, was er gerne mit Ihnen besprechen möchte. Mit Ihrer Erlaubnis würde ich gelegentlich auch eine Frage in die Runde hineinwerfen. Und die Frau Dr. Birtler hat eine besonders wichtige Frage gehabt. Eure Heiligkeit, ich denke an die Menschen, die seit Jahrzehnten schon unter Gewaltherrschaft leiden. Und das ist so wichtig, in solcher Situation nicht aggressiv oder bitter zu werden. Wir haben ja in Europa auch Diktaturen hinter uns, wo Menschen Schlimmes erlitten haben. Die Frage ist immer, was brauchen die Opfer? Was geschieht mit den Tätern? Und wie kann eine Gesellschaft lebendig bleiben? Und dazu würde mich Ihre Meinung interessieren. Now here, the common message of all major institutions. Da geht es um die gemeinsame Botschaft für alle, Vergebung praktizieren. Vergebung bedeutet nicht zu vergessen. Wenn man diese falschen Dinge, diese falschen Träume vergisst, gibt es keine Grundlage für Vergebung. Man sollte sich schon an diese falschen Dinge, an die bösen Träume, an das Leiden, an die Schwierigkeiten erinnern. Aber man sollte bedenken, dass das Dinge waren, die menschliche Wesen begangen haben. Und dass diese gleichen menschlichen Wesen auch mit der Liebe einer Mutter groß geworden und aufgewachsen sind. Sie haben diese Dinge vielleicht nicht willentlich und bewusst getan, sondern aus Wut heraus, aus politischem Ehrgeiz heraus und letztlich auch aus der Ignoranz und Unwissenheit heraus hat man diese ungerechtfertigten Dinge begangen, Unterdrückung. Wenn man so denkt, gibt es doch genügend Gründe, Mitleid, Mitgefühl zu empfinden. Und das bedeutet im eigentlichen Sinne Vergebung. Sicherlich, wenn falsche Dinge geschehen, müssen wir uns dem entgegenstellen. Manchmal brauchen wir auch Gegenmaßnahmen, um bestimmte Dinge aufzuhalten, aber ohne negative Gefühle denen gegenüber, die diese Taten begehen. Wir müssen
trennen zwischen Taten und denen, die sie begehen. Manchmal ist es wichtig, solchen Taten sich entgegenzustellen, auch mit drastischen Gegenmaßnahmen. Aber mit denen, die die Taten begehen, müssen wir trotzdem Mitleid empfinden. Denn wir sind alle gemeinsam menschliche Wesen. Das ist, denke ich, die Essenz des Begriffs Vergebung. In allen Traditionen gibt es das. Ein sehr hilfreicher Begriff. Wenn man Wut und Hass zulässt, dann tut dieser Hass und diese Wut diesen Menschen nichts an. Es wird sie nicht aufhalten, diese falschen Taten zu begehen, sondern es stört nur ihre eigene innere Ruhe, ihren Seelenfrieden. Und deshalb ist es aus egoistischen Gründen sicher, dass sie ihre eigene innere Ruhe bewahren, um effektivere Maßnahmen zu ergreifen, um Gegenmaßnahmen zu finden gegen solche Taten. Der Herr Bundeskanzler hätte sich da gerne gleich angehängt. Ich gehöre ja zu den Optimisten und bin daher der Meinung, dass das Bedürfnis nach Freiheit, Menschenrechten und Demokratie erstens unausrottbar ist und zweitens ein universelles ist. Und wir haben es ja mit vielen Demokratiebewegungen gerade in den letzten Jahren zu tun gehabt. Ich glaube, auch in China wird früher oder später der Ruf nach dem Respekt der Menschenrechte und nach mehr Freiheit noch massiver werden, als das schon heute ist. Wir sehen natürlich immer wieder, dass einzelne Persönlichkeiten, Dissidenten, wie man sie bei uns nennt, große Schwierigkeiten haben. Aber auch hier gibt es doch einen gewissen Fortschritt. Wenn jetzt zum Beispiel Chen ausreisen konnte in die Vereinigten Staaten, ist das doch meiner Meinung nach ein Signal, dass die chinesische Führung versucht, unter Umständen mit diesen Herausforderungen anders umzugehen als in der Vergangenheit. Vielleicht ein kleiner Schritt, aber ein richtiger und wichtiger in die richtige Richtung. Actually, after Berlin Wall disappeared, nach dem Fall der Berliner Mauer gab es ja diese demokratische Bewegung. Wir sprachen ja darüber, am Tag, als die Berliner Mauer fiel, da haben Sie mich doch eingeladen, Frau Birtler. Ich hatte die Gelegenheit, Sie zu besuchen. In diesem Moment, in diesem begeisternden Moment, in dem man aber auch gewisse Angst und Furcht empfand auf der anderen Seite, weil man nicht wusste, was passiert jetzt wirklich. After Berlin Wall disappeared. Nach dem Fall der Berliner Mauer, not by force, but by popular, die ja nicht durch Gewalt, sondern durch eine Bewegung, die aus dem Volk kam, fiel, sie eventually, also they disappear, verschwand ja die Berliner Mauer letztendlich. Und alle osteuropäischen Länder des früheren kommunistischen Blocks verschwanden. Die Sowjetunion hat sich im Grunde auch selbst dadurch verändert. And in China, the Tiananmen event. Und die Ereignisse auf dem Platz des Himmlischen Friedens in China führten ja auch dazu, dass gegen die Korruption, gegen die zentralisierte Macht, gegen die Ungerechtigkeit etwas unternommen wurde von den Menschen. Und die Kommunistische Partei Chinas hat dann versucht, diesen Aufstand niederzuschlagen. Aber der Geist von Tiananmen, der ist immer noch vorhanden. Und es ist doch ganz deutlich, dass diese Geisteshaltung noch stärker wird. Von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Jetzt muss man vielleicht sagen, von Jahr zu Jahr. Die Stimme der Freiheit. Die Stimme der gleichen Rechte, eines unabhängigen Rechts- und Justizsystems. Diese Stimmen nehmen von Jahr zu Jahr zu und werden lauter. Ein Beispiel ist, dass der Nobelpreisträger des vergangenen Jahres ein klares Zeichen gesetzt hat als führende Persönlichkeit, was Frieden und Demokratie angeht.
Und dann hat man ihn ins Gefängnis gesteckt. Und auch diese letzten Ereignisse zeigen es deutlich. Der chinesische Premierminister Wen Jiabao hat selbst, ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren gesagt, China braucht politische Reformen. Und gelegentlich hat er sogar hinzugefügt, China braucht einen westlich-demokratischen Stil. Und die chinesischen Hardliner, die waren immer dagegen. Westliche Demokratie ist nicht für asiatische Menschen gemacht. Aber in Indien gibt es auch eine tief verankerte Demokratie. In Japan gibt es sie auch, in Taiwan. Aber dort sagt man üblicherweise, die Demokratie im westlichen Stil, die passt nicht zu Asien. Aber Wen Jiabao, der Premierminister, hat selber erwähnt, China braucht eine Demokratie im westlichen Stil. Und ganz wichtig ist, dass danach ja auch dann entsprechende Tagungen, Sitzungen, Pressetermine stattgefunden haben, wo das gesagt wurde, China braucht politische Reformen. Und ohne diese politischen Reformen haben wir auch keinen Schutz, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Und ohne politische Reformen besteht auch die Gefahr, dass es möglicherweise eine Konterrevolution gibt. Und dass dann die Hardliner in der chinesischen Partei dann möglicherweise öffentlich an den Pranger gestellt werden, entlassen werden. Es sind deutliche Zeichen da, dass sich die Zeiten ändern. I feel it is better to change gradually. Ich habe das Gefühl, dass es besser ist, schrittweise vorzugehen bei diesen Veränderungen. Große Veränderungen haben immer zu schwierigen Situationen geführt. Und das ist das Risiko. Wir brauchen einen graduellen Wandel. Der ist mir lieber. Ich habe bei vielen Gelegenheiten gesagt, dass die Kommunistische Partei in China in der ersten Phase sicherlich gute Dinge getan hat. Aber die Zeiten ändern sich. Und jetzt ist die Zeit gekommen, wo man ernsthaft darüber nachdenken sollte, dass diese Herren sich mit Anstand zurückziehen in den Ruhestand. Das finde ich gut. Wenn man an der Macht festhält, zu sehr an der Macht festhält und sich daran klammert, dann akzeptieren die Menschen das nicht mehr für immer. Nehmen Sie die Ereignisse in Nordafrika. Das hat genau gezeigt, wie der Mensch ist. Von Geburt an liebt der Mensch die Freiheit. Ein Mensch oder eine Partei, die die Macht auf sich zentralisiert, das ist nicht mehr, was zu unserer Zeit passt. Ich erinnere mich 1979, als wir ein erstes Mal in Rikon beisammen waren. Da haben Sie gesagt, Ihr Ziel ist es, Marx mit Buddha zu versöhnen. Heute habe ich das Gefühl, das ist nicht mehr sozusagen ganz am letzten Stand. Buddha statt Marx wäre Ihnen vermutlich sehr viel lieber. Ist das im Kommen? Haben Sie das Gefühl, dass eine Revolution oder eine große Reform in China in Sichtweite ist? Und was würde ein chinesischer Frühling, so wie jetzt in der arabischen Welt, für Tibet bedeuten? Würde der wirklich für Tibet eine Besserstellung bringen? Oder sind chinesische Nationalisten möglicherweise noch gefährlicher?